Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einem Black Friday Shopping Völkchen hier, denn wir machen uns jetzt auf den neuen Black Friday Markt von Star Stable, passend jetzt natürlich hier auch am Black Friday. Und was gibt's da überhaupt für euch alles zu holen? Naja, wir haben einerseits die Pferde, die um 50% reduziert sind. Übrigens, Fun Fact hier, es sind nicht alle Pferde dieser Rasse jeweils. Beim Easy zum Beispiel, da fehlen eben die neueren der Varianten eben. Was ein bisschen schade ist, aber gut, ist trotzdem eine echt coole Auswahl und alles eben um 50% reduziert. Aber das ist eben noch nicht alles. Wir haben hier auch den Black Friday Markt selber, den Black Friday Shop, wo wir eine wirklich sehr bunte Mischung an Ausrüstung drin haben. Und bei ein paar Dingen, das war mir am Anfang nämlich auch nicht klar, bei ein paar Dingen war es davor bisher ein reiner Starcoins-Preis. Und das, finde ich, ist mit das Coolste am Black Friday-Markt, dass es hier ein paar Dinge gibt, die es eben nur vorher für Starcoins gab und jetzt es eben auch für Schillinge gibt. Und wir gucken uns das Ganze einfach mal so ein bisschen hier genauer an. Die hier finde ich richtig nice. Moment, habe ich gerade eine andere Hose dabei? Ja, wir gucken uns nämlich mal diese Sneaker an, weil ich wollte dazu nämlich schon immer mal ein Outfit machen. Gucken uns die mal an. Ja, die sind sau cool. Und auch von den Stats her sind die richtig nice. Weil ich wollte gerade nämlich für meinen kommenden Stil nämlich genau solche Sneaker mal haben. Deswegen finde ich die richtig super. Ja, komm dann auf. Hau mal direkt mal die Sneaker. So. Weil die wollte ich nämlich mit dieser Hose hier zusammen die Sneaker kombinieren. Das sieht saugeil aus. Finde ich richtig nice. Ah, das hier ist auf jeden Fall dann Teil meines Looks dann demnächst. So, aber das ist natürlich noch nicht alles. Also erstmal gucken wir nochmal kurz in den Black Friday Markt rein. Ob wir da noch was finden. Ah, es sind einige coole Sachen dabei, auch nämlich von den Sonnenbrillen und sowas, die es ansonsten nur für eine echte Menge an Schillingen gibt oder Starcoins dann. Diese Brille, diese coole Sonnenbrille, die wird leider mit dem neuen Charakter-Rework echt schlecht ausschauen. Aber hier zum Beispiel auch, schwarze Satteltasche, lohnt sich immer. Kann man wirklich für alles nehmen, auch sowas hier wie die andere schwarze Satteltasche, die aber grau ist. Ist auch eine saucoole Sache, werde ich wahrscheinlich auch nochmal zuschlagen. Also es gibt ein paar wirklich coole Sachen, die sich hier lohnen. So. Aber natürlich könnt ihr jetzt raten, was wir uns jetzt hier für ein Pferd holen. Und ich denke mal, ich hole mir passend zum Winter. Also ich überlege mir, also das wird auf jeden Fall easy natürlich, ganz klar. Also ich überlege mir entweder den grauen oder den hier. Die gefallen mir halt einfach alle. Oh mein Gott. Gucken wir uns hier das Ganze mal an. Was ich aber schade finde, ist, dass das Mähne ändern ist nicht reduziert. Also das kostet weiterhin 19 dann. Boah, das sieht aus, als wäre der komplett ohne Haare da bei der Frisur. Das sieht halt so cool aus, der Iro so. Uff, aber es sieht halt auch die Standardsache, sieht halt super süß aus. Nee, wir nehmen das hier. Dolphin Kangaroo. Oh mein Gott.
Galaxy Mania, Gloom Royal, Zombie Chaser. Es gibt ein paar so coole Namen. Gibt's irgendwas mit Winter? Nein. Dann nennen wir es Crazy Cupcake. Ja, das ist jetzt mein neues Pferd. Mein Black Friday Easies kann man einfach nicht genug haben. Oh mein Gott, wir nehmen jetzt mal direkt hier. Schaut ihn euch an. Der ist ja mega süß. Ja, also kann man definitiv empfehlen. Die Easies sind halt schon wirklich teuer ansonsten. Ich finde es bei den Easies lohnt sich noch mit am meisten. Bei den anderen Pferden könnte es sein, dass die sowieso demnächst mal billiger werden. Gerade bei den Mustangs. Also die Mustangs würde ich echt nicht empfehlen. Die sind ja auch noch Generation 2. Ne? Warum waren die so teuer? Das verstehe ich echt immer noch nicht. Also Mustangs würde ich einfach nicht nehmen. Das ist wirklich way too expensive. Der hier sieht zwar echt süß aus von der Art her, aber nee, ey. Es könnte sein, dass sie sowieso bald reduziert werden. Also da würde ich jetzt wirklich nicht irgendwie mich großartig hetzen, da einzukaufen. Jörg, das Startpferd geht klar, auf jeden Fall. Araber würde ich auch sagen, ist auch eine coole Variante. Wobei ich beim Araber sagen würde, hier ganz klar der hier, der Fliegenschimmel. Wunderbar, also den Fliegenschimmel Araber kann man meiner Meinung nach nur empfehlen. Fliegenschimmel Araber absolut Bestes. Aber weil der andere ist ja leider ansonsten nämlich nicht da. Dieser, der halt nur beim Event da ist. Ansonsten würde ich ganz klar sagen, ey, Fliegenschimmel mega gut. Und halt beim Jorvikschen Warmbull gibt es auch ein paar super, super, super schöne Varianten. Aber ich würde ganz klar sagen, ey, dieser Easy ist unfassbar schön. Für 475 geht das komplett klar, meiner Meinung nach. Aber ich muss sagen, ansonsten ist die Black Friday-Sache definitiv eine super, super coole Sache. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Habt ihr euch vielleicht auch einen geholt von den Pferden hier? Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir tölten jetzt in den Tag hinein. Macht's gut, bis dann. A song.